Buonasera, meine Lieben. So, dala, wir haben jetzt Sonntag, den 10. Es ist kurz vor 10 Uhr am Abend und ich habe jetzt irgendwie gerade Lust gehabt, das Video aufzunehmen. Schauen wir mal, ob es was wird. Ja, was habe ich denn da alles? Alles Mögliche habe ich da. Und zwar geht es heute um Listen, wie ihr ja vermutlich aus dem Titel schon erkannt habt, ja. Ja, und zwar bin ich von der Helga ja schon mehrmals und schon vor langer Zeit das erste Mal gebeten worden, doch einmal ein Video über Listen zu machen. Und dann habe ich mir gedacht, Listen. Ich habe ja gar nicht so viele Listen. Was soll ich denn da machen? Und dann habe ich halt mir das zwar aufgeschrieben, rate jetzt einmal wohin, auf eine Liste, und habe immer wieder drüber gegrübelt und dann ist die Helga wiedergekommen. Magst nicht einmal ein Video über Listen machen? Und ich habe es mal wieder auf meine aktuellere Liste gesetzt, aber irgendwie bin ich nie wirklich weitergekommen. Und jetzt war gerade letztens wieder beim Video, ist es wieder gegangen, magst nicht einmal ein Video über Listen machen? Und dann hat tatsächlich noch jemand drunter geschrieben, ja, Listen, das wäre total spannend. Und dann habe ich gedacht, ja, aber ich habe doch gar nicht so viele Listen. Die aktuellen Listen, die ich im Hobo immer wieder verwende, die kennt's ja alle. Also ich meine, was für Listen soll ich euch vorstellen, gell? Also so, das ist das, was mir so durch den Kopf gegangen ist, die längste Zeit. Und dann habe ich mir gerade diese Woche halt verstärkt Gedanken gemacht und naja, okay, eigentlich habe ich schon dort und da Listen drinnen. Schauen wir mal, wo ich überall Listen drinnen habe. Ja, das ist das Ergebnis. Also hier habe ich überall Listen drinnen. Abgesehen davon, dass ich ja mein Büro-Bullet-Journal natürlich auch noch habe, wo auch Listen drinnen sind, die aber wirklich nur fürs Büro sind und die habe ich jetzt heute nicht extra mitgebracht, weil ja, ist ein Bullet-Journal. Gell? Könnt das letzte Update euch anschauen. Dort seht ihr genau, was für Listen da drinnen sind. Gut. Ja, also ich habe jetzt diesen Teil, der ist für euch relativ bekannt, weil das sind die Dinge, die aktuell eigentlich quasi jeden Tag verwendet. Diese Seite ist für euch vielleicht weniger bekannt und noch weniger bekannt ist nämlich sogar das da. Das habe ich selbst nämlich schon seit Monaten, Monaten würde ich sagen. Also wirklich verwendet habe ich da drinnen nur eine einzige Liste, die ist jetzt mittlerweile im Erin Condren drinnen und so gesehen habe ich das Ding eigentlich überhaupt nicht mehr verwendet. Das ist allerdings der Ursprung aller Listen, die aktuell im Betrieb habe. Ja, also dementsprechend werde ich mit dem jetzt auch anfangen und mir irgendwie so durchhandeln, bis wir dann quasi tut sein, was wir eh tagtäglich von mir kennen. Jetzt tun wir das einmal auf die Seiten. Gott sei Dank habe ich ja mein Arbeitszimmer zusammengekramt. Jetzt habe ich da glatt Platz, das auf die Seite zu legen. Ja, also die Listen, die da drinnen sind, die waren ursprünglich auch gar nicht da drinnen, sondern die waren in meinem roten Filofax Domino, der ja mein allererster Ringbuchplaner war. Aber den habe ich jetzt letztens für was gebraucht, nämlich um Stempel darin aufzubewahren. Und ja, dann habe ich das ewig herumliegen gehabt und jetzt habe ich beschlossen, ich tue es da rein, weil irgendwie passt es da gut rein, weil das ist Carpe Diem und die Weider, die ich da habe, sind die Reset Girl mit Carpe Diem, also besser geht's nicht. Gut, dann schauen wir uns also einmal an, was ich da prinzipiell für Listen drinnen habe. Und zwar habe ich einmal den Divider Someday drinnen. Und zwar die Divider, die stammen noch aus der Zeit, als ich mir einen Ringbuchplaner nach Getting Things Done aufgesetzt habe. Und das Video verlinke ich euch natürlich gern, sowohl in diesen Info-Dingsies, die da irgendwo da, keine Ahnung wo sind. Jetzt fange ich ja so herumfuchteln an, wie alle anderen, weil ihr jetzt diese Infokarten verwendet. Aber ich glaube, es ist da, gell? Also, haha. Ja. Das verlinke ich euch, weil das ist ja durchaus spannende Serie gewesen, wo ich mich wirklich sehr nach dem Buch von David Allen gehalten habe. Und da gab es dann eben diesen Divider, Someday Maybe. Und da sind diese ganzen Someday Maybe Listen drinnen. Also ich meine, diese ganzen, es ist eigentlich genau eine, wo halt alle Dinge drinnen stehen, die ich irgendwann einmal machen möchte. Ja, diese Liste habe ich ungefähr seit 3 Jahren nicht mehr gesehen. Ja. Manche Sachen von denen stehen wahrscheinlich auf irgendwelchen anderen lustigen Listen. Und manche Sachen
habe ich vergessen, manche werden nicht mehr relevant sein. Also ja, aber jedenfalls, das sind die Maybe-Listen, sind prinzipiell Listen von Dingen, die ihr gerne einmal machen möchtet, aber wo jetzt im Augenblick keine Zeit ist. Ja, und da auf diese Listen kann man zurückgreifen, wenn man dann sagt, ich habe jetzt mal einen Monat Zeit. Ja, ist bei mir noch nicht wirklich gewesen, beziehungsweise sind dann immer neue Projekte aufgetaucht oder ich habe halt schlicht und ergreifend vergessen, dass ich diese Listen überhaupt habe. Gut, da haben wir einen Ordner für Dinge, die man dann auch reinstecken kann, weil keine Ahnung, ja. Da habe ich dann zum Beispiel auch eine eigene Nähliste. Die Decke Schatz kann ich tatsächlich abhackeln. Die habe ich echt gemacht. Sonst, ich glaube, die Hockerüberzüge aus Indira-Decke habe ich auch gemacht. Ja, grenzgenial. Gemacht, obwohl ich die Listen vergessen habe. Dann geht es um Blog-Ideen. Die habe ich natürlich dann auch aufgeschrieben. Die sind aber mittlerweile eben auch mindestens 3 Jahre alt. Also manche Sachen sind eventuell tatsächlich gemacht worden. Andere Sachen sage ich einfach, mache ich wahrscheinlich nicht mehr. Den X-Men-Blog gibt es nicht einmal mehr. Also ja, gell? So viel dazu. YouTube. Kalendereinlagen-Deck. Ich glaube, den habe ich nie gemacht. Meine Planersammlung. Weiß ich nicht, ob ich das jemals gemacht habe. Timeline Bujo, wie verwende ich sie? Gar nicht. Ja, also ihr seht, sehr spannend. Also ja, aber solche Sachen kann man auf Listen setzen. Also das sind eben diese Sunday Maybe, einfach einmal als Ideensammlung. Ja? Gut, der zweite Teil, der da drinnen ist, ist jetzt Referenz. Und der Referenz ist prinzipiell einmal alles drinnen, wo man regelmäßig nachschauen muss oder soll oder möchte, um eben gewisse ja, Informationen einzuholen, beziehungsweise wo man Informationen ablegt zu Projekten, wo man einfach sagt, okay, da habe ich Bedarf, immer wieder die gleichen Informationen abzufragen. Ja? Also das wäre eben Referenz und da drinnen befinden sich durchaus eben auch wieder Listen. Da habe ich von Filofax eben diesen ABC-Register drinnen und habe mir da dann eben sogar wieder Listen gemacht, dass ihr es jetzt, ich bin wirklich ein Listenmensch, einfach wo pro Tab sozusagen eine Inhaltsangabe drinnen ist. Und da habe ich zum Beispiel eben meine Bücherlisten drinnen. Adressen habe ich auch drinnen, die werde ich euch nicht sagen. Aber ja, also das sind alle meine Bücher, habe ich einmal aufgeschrieben. Und die ich gelesen habe, sind, also überhaupt jemals gelesen habe, also nicht in einem bestimmten Zeitraum, sondern jemals tatsächlich auch gelesen habe, sind blau. Die halb gelesen habe, jetzt habe ich gerade sagen, die halb erschossen habe, weil da eben wer erschoss, John F. Kennedy, habe ich offensichtlich nur zur Hälfte gelesen. Ja, die habe ich nur halb angemahlen, ja. Also ihr seht, ich habe relativ viele Bücher. Geht es da noch weiter? Ja, da geht es noch weiter. Ich habe relativ viele Bücher. Einige davon, denke ich, habe ich schon weggetan. Die werde ich auch nie wieder lesen und habe ich weggeben. Also Ich bin Legende zum Beispiel ist jetzt gerade ausgeflogen. Ich habe es einmal noch aufgehalten, weil mein Schätzchen gemeint hat, er würde es lesen. Hat er nie getan. Also das fliegt jetzt endgültig raus. Das ja, hat mich nicht wirklich angesprochen, aber wurscht, gell, über Bücher reden wir jetzt nicht. Das ist dann noch meine Wunschbücher und da habe ich auch schon drüber geschrieben, in Midori übertragen. Also will heißen, die Wunschbücher habe ich in meinen On-the-Go-Planer übertragen, weil das sind ja Bücher, die ich irgendwann einmal kaufen möchte. Wobei ich mir nicht einmal ganz hundertprozentig sicher bin, ob die Bücher tatsächlich jetzt im Molden drinnen sind, weil glaube ich nicht, dass ich die wieder einmal geschrieben habe. Keine Ahnung, gell? Aber im Prinzip habe ich eine ähnliche Liste. Ich muss jetzt echt so lachen. Jetzt mache ich ja ein Video, wo ich sage, ich mache doch keine Listen. Und dann sage ich, ah ja, ich habe da noch eine Liste. In meinem Büchertracker habe ich eine Liste von allen Poirot-Büchern drinnen. Und da ist natürlich ersichtlich, welche ich noch nicht habe. Ja, gut. Ja, dann. Book Challenge habe ich mal eine gesetzt, einmal ist natürlich auch eine Liste. So, und dann kommen, glaube ich, jetzt noch Comics.
Oder Reading Tracker, genau, was ich wie gelesen habe, was mir wie taugt hat, habe ich tatsächlich einmal angefangen. Das habe ich dann aber bald wieder bleiben lassen, weil sowas taugt mir überhaupt nicht. Weiß ich jetzt auch gar nicht, warum das überhaupt in der Referenz drinnen ist, weil eigentlich ist das nichts, was mit Referenz zu tun hat. Aber ihr seht, das habe ich damals alles mehr oder minder gleichzeitig gelesen. So bin ich nämlich. Ich lese nämlich immer alles gleichzeitig. Sadala. Und da kommen wir jetzt dann zu den Adressen. Also wie gesagt, das kann ich euch nicht zeigen. Ja? Also das sind jetzt zum Beispiel einmal Listen gewesen. Jetzt muss man da schauen. Ja, da ist natürlich auf der Rückseite auch. Ich werde das jetzt einfach kurz rausnehmen. Sadala. Dann haben wir kein Problem mit dem Datenschutz. Sadala. C hat offensichtlich überhaupt nichts drinnen. E bis F hat drinnen Fibonacci, die Specs, also ja, Maße und so Zeugs. Einkaufslisten allgemein habe ich da drinnen, ja. Die Einkaufslisten allgemein habe ich zum Teil zumindest jetzt im Erin Condren drinnen, ja. Das da sind auch Informationen für ein Fibonacci eben. Der Jänner ist rot, Februar ist grün, März ist blau. Das ist zum Beispiel nicht mehr aktuell. Ich tue ihn gerade also datieren und habe beschlossen, er wird jetzt dann in Schwarz-Weiß sein. Also alle Farben kommen raus. Ja, ich habe da immer urviel mit diesen Post-its herumgearbeitet, weil ich einfach eine Zeit lang, bevor ich sowas gehabt habe, einfach immer ein Post-it abgerissen habe und das ist dann auch ewig herumgeklebt und es war nicht unpraktisch, aber wie gesagt, irgendwann war es einfach zu viel. So, was habe ich da für eine Liste? Also zum Beispiel, was wir immer beim Hofer kaufen. Ja, habe ich mir einfach einmal eine Liste gemacht, weil ich schlicht und ergreifend unfähig bin, einzukaufen, wenn mein Schatzlicher nicht dabei ist, weil ich immer vergiss, was er eigentlich kauft beim Hofer. Ja, und ja, ich vergiss sogar, was ich immer kaufe beim Hofer, wenn ich allein nicht bin, weil ja, was nicht, diese Routine ist dann irgendwie beim Teufel. Dann, was wir immer beim Interspar kaufen. Ist auch ehrlich gesagt nicht mehr aktuell, aber prinzipiell ist das eine ganz gute Liste, wo man eben einfach schauen kann, ja, was kauft man denn eigentlich immer ein und sollte daher auch schauen, dass es quasi immer da ist. Dann für Jausen, da wollte ich mir eben bestimmte Ideen eben aufschreiben, habe ich dann irgendwie nie gemacht, was für Beilagen wir gern mögen, ja, gell? Also das ist das. Das ist etwas, was ich jetzt noch nicht gemacht habe, aber was ihr schon länger auf meiner Liste als Pantry Log seht, ja, wo ihr einfach, das kommt dann eh später, zeige ich euch noch, ich möchte einfach aufschreiben, was haben wir zu Hause, was braucht man quasi immer und so weiter und so fort. Gut, dann habe ich da Hashtags, also welche Hashtags ich auf Instagram oder auch auf YouTube verwende. Da habe ich mittlerweile ein ganz anderes System, beziehungsweise auf Instagram mache ich schlicht und ergreifend, was mir einfällt. Hashtags finde ich unglaublich mühsam, aber man braucht sie, weil sonst findet an überhaupt niemand. Gut, und General Supply Liste ist da eben drinnen. Und lustigerweise auch das Hobonichi Techo Welcome Book aus meiner ersten Hobonichi Bestellung. Weiß auch kein Mensch warum. Gut, und diese Liste habe ich in diesem, also nicht jetzt in dem, aber in diesem System wirklich jahrelang so verwendet. Also da habe ich einmal im Monat, zumindest vorsatzmäßig, einmal im Monat durchgeschaut, wie so eine Art Triggerliste. Ja? Da habe ich alle wichtigen Sachen aufgeschrieben, die wir für die verschiedenen Bereiche üblicherweise brauchen. Ja? Und da setze ich mich dann einmal im Monat hin und gehe die einfach durch. Und dort, wo ich mir dann denke, ah, warte mal, Zahnseide, ich glaube, das ist knapp worden. Entweder bin ich mir sicher, dass wir es nicht mehr haben, dann schreibe ich es gleich auf die Einkaufsliste. Oder ich stehe zumindest auf und gehe schauen, haben wir jetzt noch Zahnseide oder haben wir keine mehr? Ja, also das funktioniert für mich eben wie diese Triggerlisten von Getting Things Done. Nur, dass dort wahrscheinlich nur draufsteht, Einkaufsliste sozusagen und dann soll das bei dir triggern, was alles ausgegangen ist. Ich schaue das lieber detaillierter an. Ja, also habe wirklich alles, was man zum Thema Kosmetik, Reinigung, Büroartikel, das ist alles absolut nicht mehr aktuell. Also ich habe es zwar fast eins zu eins in den Erin Condren übertragen, aber das sind Sachen, die mir eigentlich kaum ausgehen, weil ich sie gar nicht so viel brauche. Aber wurscht, gell? Dann ist natürlich noch wichtiger, dass es auf einer Liste steht, weil wenn ich es eh dauernd brauche, vergiss ich auch nicht, dass ich es kaufen muss. Sachen aber, die eben, keine Ahnung, Büroklammern zum Beispiel, dass mir die irgendwann einmal ausgehen, das glaube ich nicht einmal, weil ich habe viel zu viel.
Aber wenn sie mir dann einmal ausgehen, dann ist auch schmarrn, ja? Pflanzen, Haushalt und eben Medizinschrank. Gut, das sind jetzt eben diese diversen Hashtags, die eben wie gesagt eh nicht verwendet. Dann im Dings, dann haben wir Listenideen. Ja, Leute, ich habe sogar eine Liste für Listen, ja? Lieblingsessen und Lateinfolien formatieren, keine Ahnung, was da zu dem Thema, ja, genau, was ich für eine Schrift verwendet habe und so weiter. Ja? Also eben auch sowas hat in einer Referenz Dings. Ist ganz gut aufgehoben. Dass das nur so Papierzettel sind, ja, also das soll einen dann halt nicht stören, weil das sind ja meistens Sachen, die man irgendwo aufgeschrieben hat und dann auch na, wegschmeißen will es aber nicht, weil irgendwann einmal will ich die Information genau wieder haben und dann geht es ja darum, dass man die in einer richtigen, unter einem richtigen sinnvollen Buchstaben wieder unterbringt. Ja, und das ist quasi auch eine Miniliste. Das sind eben Pantry-Liste. Das ist jetzt tatsächlich etwas, was ich Jahre später tatsächlich jetzt mache, ja, oder zumindest machen will, schon seit einiger Zeit. Essensliste und Bewertung, Strohwitwenliste, das heißt, was kann ich alles essen, wenn mein Schatzlicher nicht da ist. Ausprobierliste und Bewertung, das sind dann quasi neue Essenssachen. Beilagenliste, Jausenliste, das ist eh das, was wir vorne schon gesehen haben. Frühstücksliste, was wir immer kaufen. Also ihr seht, die habe ich zumindest schon mal angefangen. Evernote, da habe ich meine Rezepte drinnen und was sind das für Rezepte und welche Bewertungen? Sowas hätte ich damals offensichtlich ganz gerne mal geschrieben. Und Preisvergleich Deutschland-Österreich, das ist nämlich so eine Geschichte, dass manche Sachen einfach in Deutschland dermaßen viel billiger sind als in Österreich, gerade was Drogerieartikel betrifft. Das ist unglaublich. Ja? Also wir kaufen wirklich die meisten Drogerieartikel in Deutschland ein Vorrat und ja. Gut, welche Listen hätte ich noch gern? General Supply Liste habe ich damals fertig gemacht. Buch, Bücherlisten, bla bla bla. Liste meiner Comics. Welche habe ich auf Papier, welche habe ich digital und wo? Mittlerweile habe ich digital eigentlich nur noch bei Comixology, aber wer weiß. Was möchte ich noch kaufen? Diese Info steht tatsächlich im Molden jetzt drinnen. Genauso wie eine ja, Wishlist ist eigentlich fast das Gleiche. However. Projekte. Welche Projekte sind offen? Welche würde ich gerne angehen? To-Do-Listen. Also ihr seht einfach Liste über Listen, die ich gerne mal machen würde. Da zum Beispiel Projektmanagement-Seiten gestalten. Das möchte ich tatsächlich schon sehr lang, habe ich aber bis heute noch nicht gemacht. Serientracker folgen. Wo schaue ich die? Also DVD, Netflix oder Amazon. Werde ich wahrscheinlich mein Laptop nicht machen. Strohwitwenliste, da steht sie noch einmal. Keine Ahnung, Hashtagliste. Online-Shopping, Urlaub zu Hause, was man da tun kann. Das mache ich eigentlich immer am Anfang meines Urlaubs, mache ich so quasi so Urlaubslisten-Ideen-Sammlung und halte mich nicht dran. Gut, dann haben wir eine ähnliche Liste wie vorher mit den Büchern eben. Da geht es ums Essen. Diese Liste findet man dann eben auch später in einem anderen. An einem anderen Platz wieder und sie ist auch mittlerweile länger geworden. Gut, das da ist ein bisschen ein Geheimnis. Ich meine, es ist nicht wirklich ein Geheimnis. Ich habe euch schon einmal erzählt, dass ich ein Buch schreibe seit 8 Jahren oder so. Das ist ein reines Hobby. Also das ist jetzt wirklich so, dass ich es nicht einmal plan, jemals zu veröffentlichen, ja, sondern da geht es einfach nur, dass ich für mich selber ein Buch schreibe, ja, und zwar geht es um die Nibelungen und ja, und das habe ich eben da drinnen mit durchaus wieder Listen, aber eben auch schon mit Entwürfen, mit Ideensammlungen und so weiter. Und für diesen Teil suche ich ja jetzt gerade einen Platz, wo ich besser damit umgehen kann. Also das ist es nicht für mich, ja, weil wie gesagt, da habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr reingeschaut. Gut, dann haben wir hier eine Liste für Orchideenpflege, Material planbar, sagt man nicht einmal mehr, was das sein soll und der Preisvergleich Österreich-Deutschland. Also ihr seht ein bisschen, was hat sich da offensichtlich getan. Da zum Beispiel, also Material planbar heißt jetzt wahrscheinlich eben solche Sachen wie also Farbcodes für meine Planer. Da ich die jetzt aber alle auf Schwarz-Weiß umstelle, aus verschiedenen Gründen. Einerseits, weil ich finde, dass die dann halt mit der Deko leichter zu vereinbaren sind. Andererseits aber, weil nicht jeder einen Farbdrucker daheim hat. Also dementsprechend
mache ich das jetzt eh nicht mehr. Dann habe ich finnische Namen. Ich habe aber mittlerweile auch aufgehört, die Plane auf Finnisch zur Verfügung zu stellen, weil es mir einfach ehrlich gesagt zu viel Arbeit war. Orchideenpflege, muss ich auch sagen, halte ich mich nicht wirklich dran, weil die blühen wie blöd. Also Ding. Da haben wir Preisvergleich. Das war, glaube ich, der erste Versuch. Dann hatte ich etwas in Midori. Aber allein nicht, wenn man nur mal schaut, wo habe ich es denn als besonders krass empfunden? Da beim Interspar kostet die Zahnpasta die Parodontax 5,29 und beim Kaufland beim Schatzlichen in Wittenberg kostet es 3,65. Also das ist schon ein massiver Unterschied, gell, für das gleiche Teil. Ohne jetzt zu sagen, wir sind in einem Land, wo das Lohnniveau so wahnsinnig viel geringer wäre. Gell? Also ich würde ja nicht sagen, wenn ich in Thailand einkaufen gehe. Ja? Ja, wo ist es noch massiv? Da meine Hautcreme beim Interspar 5,49, damals halt zumindest, und in Deutschland 2,15. Verzeihung schon vielmals, gell? Gut. Beim O, Q und R ist wieder nichts drinnen. Da habe ich Terrassenwünsche. Na, was ich nicht für Wünsche gehabt habe, ja. Die Steine sind mittlerweile auch da. Stein, Urne, Vase wünsche ich mir nicht einmal mehr. Die Abdeckung für die Pergola, die haben wir auch alle noch nicht gemacht. Und Pflanzendünger, was weiß denn ich. Gut, dann da Informationen zur Videobearbeitung, ja, also. Mache ich auch schon längst völlig anders. Material X-Men-Datenbank ist gestrichen, weil es die Datenbank nicht mehr gibt. Zonenreinigung, genau, da haben wir jetzt Listen zum Thema Zone 1, Zone 2, so ein bisschen Fly-Lady-mäßig. Habe ich mich natürlich auch nie dran gehalten. Und gibt es aber ähnliche Listen jetzt dann im Erin Conrad. Gut, also ihr seht einiges an Listen alleine schon für Someday und Referenz. Und viele davon habe ich wirklich schon seit Ewigkeiten nicht mehr verwendet. Und manche tauchen dann in anderer Form woanders wieder auf. Ja? Gut, also das ist einmal der erste Streich. Prinzipiell halte ich von so einem Referenzordner sehr viel. Nur für mich funktioniert es absolut nicht. Ja? Ich habe im Büro so einen schönen Folder, wo ich eben nach Alphabet Sachen einsortieren kann. Ich habe dort locker schon seit 1,5 Jahren nicht mehr reingeschaut. Ja? Also keine Ahnung, ich meine, das sind nur Referenzsachen. So gesehen sind ja keine To-Dos drinnen. So gesehen kann es einfach sein, dass sie offensichtlich die Information da drinnen doch nicht brauche. Ja? Also das ist durchaus möglich. Ja? Ich bin zum Beispiel auch gefragt worden, ob ich meine Listen immer wieder schreibe oder ob ich sie nur einmal schreibe. Also ganz offensichtlich, ich schreibe sie immer wieder. Manchmal bewusst mit dem Ding, ich will sie aus dem Ding woanders reinhaben. Und manchmal unbewusst, weil ich einfach vergisst, dass ich da welche drinnen habe. Ja? Das ist einmal ebenso zu diesen allgemeinen Listen. Bei den spezielleren Listen, da kommen wir noch dazu. Okay, also das war dann das. Und dann habe ich eben hier drinnen einen Teil der Listen, von denen ich da oben jetzt schon gesprochen habe, die ich dann tatsächlich in dieser Form immer noch verwende. Und ich habe das jetzt in meinem Oh Hello Travelers Notebook drinnen. Und zwar ist es jetzt das Moleskine Rezeptbuch. Und da drinnen habe ich einerseits tatsächlich Rezepte, man glaubt es kaum. Aufgesetzt habe ich das Ganze mit den Simple Stories Rezeptstickern, die einfach unglaublich hübsch sind und so weiter und so fort. Also da habe ich tatsächlich Rezepte drinnen, gell? Meine Zwiebelsuppe zum Beispiel, ja. Wobei ich aber da das derweil noch so habe, dass ich, wenn ich was koche nach einem Rezept, dann schreibe ich es da rein. Ich habe sie nämlich früher einmal alle eingescannt. Ich habe alle meine Kochbücher eingescannt und weggeben und in Evernote gelagert. Und jetzt, wenn ich eben ein Rezept aber verwende, möchte ich es tatsächlich dann da drinnen sammeln, sozusagen, dass ich wirklich mein eigenes Rezeptbuch habe. Ja? Also das ist da, aber das, was ich eben von den Listen habe, ist eben da hinten die Favorites. Also da habe ich mittlerweile, ja, drei. Bisschen mehr als drei Seiten.
Und das habe ich nummeriert und das hat durchaus den Grund, weil ich dann mit einem Zufallszahlengenerator manchmal sitze und einfach eine Zufallszahl wählen lasse und dann kommt die 17 raus und dann kommt das Buttermilchhähnchen dran auf dem Menüplan und dann kommt die Nummer 69 dran und dann gibt es Pizza wie früher. Pizza wie früher heißt für mich, dass ich mir eine Tiefkühl-Margherita kaufe und die dann mit eigenen Sachen belege. Also ein bisschen so die faule Variante. Und das sieht man dann auch bei manchen Rezepten, ist ein Herzerl dabei. Und das Herzerl heißt, das sind die Sachen, die ich mag, aber mein Schatzelchen nicht. Und das ist quasi mein Strohwitwenessen. Also da seht ihr, ich habe jetzt quasi zwei Listen miteinander verbunden. Nämlich einerseits, was mögen wir generell gern? Und andererseits die Strohwitwen-Geschichte, damit ich quasi weiß, was ich koche, wenn mein Schätzchen weg ist. Ja, also das ist dann eben da drinnen. Und ich glaube, sonst habe ich da jetzt aber nichts drinnen. Aber ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, dass die Moleskine Cahiers beim Notizbuch-Duell aufgetaucht sind und dass ich gesagt habe, ich bin gar nicht böse, dass es verliert, weil ich habe was anderes damit vor. Und zwar möchte ich da drin jetzt eben diesen Pantry Log machen, wo ich einerseits Vorratsschränke, das heißt, das sollen alle, ich habe derweil mal noch alles mit Sticky Notes da drinnen, weil ich noch nicht weiß, wie ich es generell layoutmäßig gestalten will und schon gar nicht weiß, wie viel wird es denn eigentlich sein, ja? Und deswegen wollte ich das einmal alles da drauf schreiben. Vorratsschränke heißt, dass alle die Dinge draufkommen, die quasi unter Anführungsstrichen unverderblich sind. Also ich meine, nichts ist unverderblich, aber die Verkühlung brauchen und nichts. Ja? Das heißt, alles, was wir an Dosenfutter haben, alles, was wir an Nudeln, Mehl und so Zeugs eben haben, soll einmal da drauf. Ja? Dann alles, was im Tiefkühlschrank drinnen ist. Alle Gewürze. Alle Condiments. Mir ist tatsächlich kein deutsches Wort dafür eingefallen. Das sind diese ganzen Soßen, die man zum Grillen verwendet oder fragt es mich nicht, wofür alles. Da habe ich tatsächlich auch schon aufgeschrieben, was wir alles haben und zwar welche wir im Kühlschrank haben und dann haben wir noch welche draußen stehen. Die habe ich derweil noch nicht aufgeschrieben. Aktuelle Verbrauchsgüter, das ist quasi, soll daher das, was wir immer kaufen und wie gesagt, ich bin noch nicht ganz so, dass ich weiß, wie ich dann wirklich damit umgehe. Ja? Also ich möchte es mal da stehen haben, aber wie markiere ich, dass das jetzt auch weg ist und dass das zum Kaufen ist, das weiß ich eben noch nicht. Gell? Deswegen ist das alles noch leer. Aber die Idee ist definitiv einmal die, dass ich im Prinzip, wenn ich meine Einkaufsliste und meine Menüplanung mache, nur da reinschauen muss, weil ich weiß, was wir aktuell haben und was einfach verbraucht werden muss. Ja? Ja, und das soll dann eben in dieses Dingsi da rein. Eventuell sind die aktuellen Verbrauchsgüter eben aber auch die letzten sozusagen, damit die Liste immer fortgeführt werden kann. Ja, wie gesagt, also ich habe es noch nicht ganz heraus, wie es du, aber das ist so eben der Sinn und Zweck der Sache, dass dieses Ding meine Menüplanung und meine Einkaufsliste quasi unterstützt und ich so gesehen ja, einfach den Überblick habe, was ist denn überhaupt da. Gut, also das ist etwas, was noch in Arbeit ist, ja? Gut, ja, und dann kommen wir jetzt eigentlich schon zu den Sachen, die quasi täglich im Gebrauch sind. Und da schauen wir uns aber als erstes den Erin Condren an, weil ich ja gesagt habe, einiges von dem, was eben in diesen Referenzplaner, Referenzordner drinnen waren, ist ja jetzt im Erin Condren drinnen, ja? So, der leuchtet natürlich schon wieder ganz irre. Da habe ich übrigens das da augenblicklich drinnen, einfach nur weil ich irgendwann jetzt letztens wieder einmal meine Arbeitszeiten, ich glaube, das habe ich aber eh schon hergezackt. Genau, deswegen ist das jetzt da drin. Jetzt machen wir das aber zu, weil das ist hier sonst, ja. Gut, dann schauen wir mal aktuell zum November. Ja, also was habe ich jetzt aktuell für Listen im Betrieb? Da haben wir. So, geh her. Review Oktober, das ist jetzt nicht wirklich eine Liste, aber das ist nur, dass ich so ungefähr was. Das ist immer noch eine Liste zum Thema Planerentwicklung. Wie gesagt, das ist ein Video, das wird noch eine Zeit dauern, bis es soweit ist.
Arbeitszimmer habe ich jetzt keine Liste geschrieben, weil ich habe es einfach ausgemistet, ja. Es ist eh noch ein bisschen, also ich habe jetzt quasi diese Seite des Arbeitszimmers ist fertig, die andere Seite, wo die Schreibtische stehen, da wäre noch was auszumisten, aber die Liste habe ich noch nicht. Aber das ist eben auch eine Liste, die eben fürs Lieblingszimmer ist. Also was möchte ich dort alles machen, damit ich das Gefühl habe, ich kann sozusagen sagen, es ist grundgereinigt, ja. Gut, das ist ein Blatt, das eigentlich sonst weiter hinten ist, aber weil es ja jetzt irgendwie aktuell relevant ist, vor allem wegen dieser Seite, wo ich meine Herbstplaner ja jetzt neu mache. Und da habe ich quasi hier meine To-Dos, die alle fertig gemacht werden müssen, bis das dann online ist. Wie gesagt, den Bujo Planer 1 und den Alastair, die zwei sind schon online. Fibonacci arbeite ich gerade. Und was mit A4-Einlagen und Pocket-Einlagen ist, das werden wir noch sehen. Die werden aber mit Sicherheit unterdiert sein. Also da werde ich nichts Datiertes machen. Gut, dann das sind meine Ziele, die natürlich auch eine Listenform haben, wo ich eben die drei Kategorien Home, YouTube und Blog und Kurse habe. Ja, also das ist einfach meine aktuellen Ziele, die ich für dieses Monat, beziehungsweise in dem Fall Oktober bis Dezember, für die 3 Monate, also das letzte Quartal habe. Die Liste habe ich heute geschrieben, genau, die habe ich heute geschrieben, weil ihr schon die längste Zeit auf meiner Liste habt, dass ich meinen Blog überarbeiten möchte, ja, damit er einfach einheitlicher ausschaut, weil ich ja mein Layout generell geändert habe. Also es schaut ja jetzt anders aus und ich möchte mehr, dass das wie ein Shop eben ist, dass man eben ein Bild sieht und weiß, aha, da, das will ich und da gehe ich dann dorthin und finde dort auch den Download-Link. Und so hat es ja früher nicht ausgeschaut. Und ja, es ist kein Wunder, dass das ewig auf meiner Liste gestanden ist, weil ich habe nur so halb im Kopf die Idee gehabt, wie ich das eigentlich machen möchte. Aber ich habe es ernsthaft nie aufgeschrieben. Jetzt bin ich eh Anfang des Monats, wie ich meine Ziele formuliert habe, draufkommen, ah, vielleicht liegt es einfach daran, dass ich ja eben einfach nur Blog überarbeiten immer draufstehen gehabt habe. Ja? Und jetzt habe ich mir quasi vorgenommen, pro Woche einen alten Blogpost aktualisieren. Und haben wir gedacht, na, das wird jetzt das Zauberding sein, weil ein Blogpost aktualisieren, das ist nicht so schwierig. Ja, wollte ich mich heute hinsetzen und das machen. Und haben wir gedacht, ich fange beim Allerältesten an. Einfach, ich handle mich quasi von hinten nach vor. Was zwar wahrscheinlich Dummfug ist, weil die ältesten Blogposts interessiert wahrscheinlich sowieso kein Schwein, aber ja, zwecks der Ordnung war es gewesen, gell? Ja, und dann bin ich aber drauf gekommen, hoppala, das ist viel komplizierter, als ich das eigentlich gedacht habe und habe mir jetzt wirklich von hinten nach vorne durchgehandelt, um zu schauen, was in jedem Blogpost eigentlich zu machen ist, ja? Und habe jetzt so gesehen eine Liste, von der ich jetzt tatsächlich wegarbeiten kann. Ja? Also manche Sachen werden sicher auf später wieder verschoben werden, wie zum Beispiel irgendwas will ich neu machen. Also da gibt es ein paar so Alphabet-Sticker zum Beispiel, will ich neu machen. Ja, einfach Sachen, die ich früher gemacht habe, wo ich noch keine Silhouette und dementsprechend auch keine Silhouette-Files zur Verfügung stellen konnte, die ich aber immer noch gut finde, weil ich sage, die darf ich halt noch verwenden. Ja? Die würde ich gern aktualisieren, quasi updaten und dann eben die alten Posts mit neuen Posts verlinken und so weiter und so fort. Ja. Also wie gesagt, aber jetzt habe ich das Gefühl, okay, da kann ich jetzt was machen. Weil bei manchen ist es einfach nur ein neues Foto und das war es dann schon. Gell? Also dementsprechend. Gut, solche Listen. Aber ihr seht, viele meiner Listen haben einmal auf jeden Fall was mit To-Dos zu tun. Ja? Also diese Fun-Listen, wobei Fun war es ja auch nicht, gell? Aber es gibt ja diese Lister's Got a List Challenge von The Reset Girl, die ich tatsächlich auch mal machen wollte, weil ich mir gedacht habe, ja, ich schreibe total gern Listen, gell? Und da mache ich jetzt einfach einmal so eine Challenge mit. Puh, das ist überhaupt nichts für mich. Also einfach nur eine sinnlose Liste, meine Lieblingserinnerungen aufzuschreiben. Also ja, wie gesagt, das ist sicher total super, wenn einem das was gibt, aber mir gibt das absolut gar nichts, ja. Und das passt auch gerade jetzt vom Thema dazu. Auch dekorieren, nur um des Dekorierens willen, fällt mir unglaublich schwer, wenn wir dann im Hobonichi sehen, weil ich ja dadurch, dass ich jetzt nur mehr auf einer Seite plan und die andere leer ist, ist die jetzt quasi zur Dekoration freigegeben, ja. Puh, das ist ganz schön kompliziert.
Na gut, ja, passt. Dann kennt ihr diese Listen, kennt ihr, weil das ist meine Monatsliste, meine Wochenliste, was jetzt eben meine Ziele betrifft. Das, was YouTube, was Blog, also das sind so diese monatlichen Dinger. Das hier sind keine Listen in dem Sinn, sondern da geht es wirklich um das Ausplanen. Aber da hinten haben wir jetzt wieder Listen. Und zwar einerseits habe ich da drinnen jetzt einfach Sammlungen, also das, was man aus dem Bullet Journal eben auch einfach als Collections kennt. Und da habe ich einfach verschiedene Listen angelegt zu Dingen, die ich, also es ist eigentlich das Someday Maybe, das wir vorher schon einmal gesehen haben, ist jetzt da wieder, aber anders sortiert, sagen wir mal so. Ich bin überzeugt davon, dass einige Dinge, die da stehen, eben auch auf den Someday-Maybe-Listen stehen. Das will ich jetzt dann natürlich auch irgendwann einfach einmal ausmisten und schauen, so, was ist dort eigentlich noch aktuell, was steht dort nicht und dass ich das übertrage. Und da gibt es eben, habe ich mehrere Seiten für einen Index freigelassen, weil das ja ein Notizbuch war mit recht vielen Seiten. Jetzt wären es sogar noch mehr. Was möchte ich persönlich erreichen? Also alleine, dass da oben Handlettering steht, weiß ich schon, das ist auf der anderen Someday-Maybe-Liste auch gestanden. Also ich vermute, dass eben, wie gesagt, die meisten Sachen da eh draufstehen. Was möchte ich handarbeitstechnisch noch machen? Social Media technisch. Ich glaube, da habe ich auch schon mal überlegt, wie ich das mit dem Blog machen könnte. Ich weiß es nicht mehr, ist ja wurscht. Blog-Ideen, was soll in der Wohnung passieren? Aber das sind ganz ehrlich auch wieder Sachen. Also, es ist für Someday Maybe, aber ich schaue dort auch nicht hin. Es steht zwar immer bei meinem Review auch, dass ich die Someday Maybe-Listen durchschauen soll, aber ich habe nie das Gefühl, dass ich die Zeit dafür habe. Ja? Also, daher tue ich es nicht. Deklattern, ja, mache ich eigentlich die ganze Zeit, aber nicht das da. Was dann mit Finanzen und Verträge gemeint ist, keine Ahnung, verschiedene Telefonverträge wechseln, ÖMTC-Vertrag checken, ob ich den eigentlich so brauche, habe ich auch noch nie gemacht. Ich habe das schon seit Jahrzehnten fast schon so und passt schon. Was die familiär gern machen tät, was sie unterrichtsmäßig, da wollen wir ja schon seit Ewigkeiten Moodle-Kurse erstellen, haben wir noch nicht gemacht. Sticker-Ideen, da habe ich dann für Livestreaming schon einmal recherchiert gehabt, das habe ich jetzt aber ad acta gelegt, weil ich drauf gekommen bin, dass Google da zumindest, wenn ich es über mein Handy mache, dann Zugriff auf meine Kontakte haben möchte. Kriegt es nicht, das ist ein Tag, den ich gemacht habe. Ja, das waren einmal diese Listen. Dann haben wir da Level 10 Live. Das sind auch gewisse Listen drauf, die jetzt nicht unbedingt mit euch die nicht unbedingt mit euch durchgehen. Das ist mir dann doch tatsächlich ein bisschen zu privat. Glaubt man fast nicht, gell? Wogegen die Steuer finde ich jetzt nicht so dramatisch. Das sind einfach alle Sachen, die ich zusammentragen muss für die Steuer. Da habe ich ein Washi-Tape, das kann ich abziehen und ein neues drauf tun und wieder Checklisten machen. Dann kann ich das abhackeln jedes Mal. Und da hinten geht es jetzt um den Haushalt. Und da findet jetzt eben viel von dem, was eben dort drinnen war. Ja, also ich habe dort zum Beispiel die Zonen drinnen gehabt. Ich habe irgendwann beschlossen, ich nenne das nicht Zonen, bei mir sind es Missionen. Und da habe ich wirklich ins kleinste Detail aufgeschlüsselt, was sie machen möchte, um ein Zimmer wirklich grundzureinigen. Und auch mit dem Washi-Tape darunter, damit ich abhakeln kann. Und der Sinn von dieser ins kleinste Detail aufbrechen ist, dass sie da mir auch eine Sache rausnehmen kann und das machen, ohne dass sie gleich das ganze Zimmer putzt. Ja, also das sind meine Missionen. Die habe ich schon mal fürs Wohnzimmer, für die Küche, für den Flur. Lieblingszimmer, das ist sogar vorne. Das brauche ich da im Prinzip jetzt nur übertragen. Da hatte ich einfach das Bedürfnis, da offensichtlich eine eigene Liste zu machen. Fürs Bad, fürs Arbeitszimmer. Fürs Schlafzimmer, fürs Schrankzimmer und dann ist auch schon gut. Das da ist eine Putzroutine, die ich einmal auf Pinterest gefunden habe und die habe ich mir dann da eben auch zusammengeschrieben. Das ist quasi Aufräumen in 2 Stunden. Da hast in 2 Stunden die ganze Hütte mehr oder minder wirklich picobello gereinigt, ohne dass es jetzt wirklich bis ins kleinste Detail geht. Aber dann hast du zusammengekramt, dann hast gesaugt, da hast gewischt.
Ja, und die Wohnung schaut hinterher gut aus, innerhalb von 2 Stunden. Und das ist ziemlich cool, das mache ich tatsächlich immer in einigen Abständen, recht regelmäßig. Da ist jetzt die General Supply Liste, die wir eben auch vorher im Ding schon einmal gesehen haben, die ich wirklich bis vor ein paar Monaten noch im Filer verwendet gehabt habe und mir dann aber nur gedacht habe, wenn das mein Projektplaner ist, dann ist es doch sinnvoll, da drinnen eben auch die General Supply Liste zu haben. Noch dazu, wenn ich eher eigene Rubrik für Haushalt drinnen habe. Genau, dann habe ich eben jetzt diese Liste. Und das war es dann im Erin Condren mit den Listen. Es gibt ja mittlerweile für diesen Binder auch schon Notizpapier jetzt zu kaufen. Das werde ich mir wahrscheinlich zulegen, ja. Also selbst wenn ich mir vielleicht den Hourly das nächste Mal im Buch zum Beispiel kaufe, gell? Es gibt den ja jetzt auch im Softbound gebunden, der mich natürlich auch schon wieder megamäßig reizt, ja. Aber selbst wenn ich den nicht wieder da rein tue, als Ordner für diese Listen taugt er mir auf jeden Fall sehr. Jo, gut, also das waren jetzt die Listen, die ihr jetzt nicht so im tagtäglichen Gebrauch bei mir seht. Aber ihr habt es auch gesehen, ja, eindeutig habe ich sie mir wieder geschrieben. Gut, wir sind jetzt schon bei 40 Minuten, gell? Also Listen habe ich offensichtlich mehr als gedacht. Und deswegen werden wir jetzt relativ kurz diese zwei noch angehen. Der kleine Malden hat hier drinnen Einkaufslisten eigentlich nur, ja. Und zwar, das sind einmal Listen, die ich für Lebensmittel habe. Dann habe ich eine Liste für Sachen, die ich für die Wohnung kaufen will. Und eine Liste für Diverses. Und das war's. Das ist das, was ich einfach on the go brauche. Und dann habe ich ja eben gesagt, dass sie dann noch diese Bücherlisten, meine Wunschlisten und dergleichen, die habe ich da hinten angelegt. Ja, ich glaube, das werde ich ausholen müssen, weil das wird sonst nicht so gut gehen. Das habe ich mir von Hobonichi einfach ein bisschen gekürzt, dass es mir da reinpasst. Und dann habe ich da meine Comics. Und zwar sind das jetzt noch nicht einmal Comics, die ich noch nicht habe, sondern das sind Comics, die ich habe, wo ich aber Gefahr laufe, dass ich sie mir ein zweites Mal kaufe. Comics aus Reihen, damit, wenn ich eben zum Beispiel New Mutants wieder mal auf einer Comicmesse bin, dass ich mir diese Hefte eben nicht mehr kaufe, weil ich da ja noch nicht durchgehend alle habe. Perry Rhodan, Cloak and Dagger. Gut, welche Bücher ich lesen will, also eigentlich habe ich die auch noch nicht einmal, welche Shops ich interessant finde und das war es dann schon wieder. Ja? Also da kommen definitiv nur Listen rein, die unterwegs für mich in irgendeiner Form relevant sein könnten. Ja. Es hat sich allerdings dann eh gezeigt, dass ich dann meistens, wenn ich nämlich gerade zur Comicmesse gehe, dann habe ich lustigerweise den Planer meistens nicht mit, weil ich da versuche, mit möglichst leichtem Gepäck zu reisen, sozusagen. Ja. Gut, das habe ich mir übrigens gekauft bei der Albertina in der Lange Nacht der Museen, weil, ja, Hasi, gell? Bin einfach ganz entzückt. Gut, also das sind die Listen, die ich in meinem Molden drinnen habe. Und die Listen da drinnen, die kennt ihr ja jetzt im Prinzip, vor allem weil wir ja jetzt eh gerade einen Monat lang Plan with Me's gemacht haben. Das heißt, ihr habt auf jeden Fall die Monthly Review Liste gesehen. Die sind einfach für mich klasse, auch wenn ich zum Beispiel das Weekly Review jede Woche mache. Aber ihr könnt euch sicher sein, wenn ihr das nicht verwendet, irgendwas vergisst ihr auf jeden Fall. Und wenn ihr von der Liste nicht alles mache, weil ich zum Beispiel mir eben meine Someday-Maybe-Listen, die da gar nicht mehr draufstehen, lustig, steht da eh schon nicht mehr drauf, ja. dann ist es aber zumindest meine bewusste Entscheidung, da jetzt nicht hinzuschauen, ja. Aber sonst, wenn ich es immer vergiss, ist halt auch nicht gut. Und diese Listen, die ich jetzt zum Beispiel da drinnen habe, die werde ich auch wieder neu schreiben, wenn ich ins nächste Bullet Journal umziehe, weil das sind Listen, die will ich immer in meinem aktuellen Planer haben. Ja? Also da will ich nicht irgendwo sonst nachschauen müssen, aufstehen müssen. Bei meinem Weekly Review will ich das einfach sofort bei der Hand haben. Ja? Natürlich könnt ihr das kleine Heftel jetzt einfach ins nächste Bullet Journal mitnehmen, aber wie gesagt, bis zu einem gewissen Grad finde ich das auch wichtig, das immer wieder neu zu schreiben, weil sich ja die Dinge verändern. Ja?
Meine Tagesliste, da zum Beispiel habe ich ein Post-it dabei, weil das ist etwas, das muss ich nur zu einer bestimmten Zeit jeden Tag machen, nämlich im Frühjahr, wenn ich eben meine Allergie habe. Ja? Gott, meine täglichen Sisyphus-Sachen, wöchentliche und alles, was halt so periodisch unterm Jahr immer wieder mal zu tun ist. Dann habe ich versucht, eben da meine Ziele zu machen. Ein Teil davon ist jetzt im Erin Condren. Und dann sind es einfach meine Monatslisten. Ja, da habe ich nochmal versucht, das mit den Zielen hinzukriegen, hat nicht hingehauen. Aber wie gesagt, das sind meine Monatslisten und die jetzige Novemberliste geht sogar schon darüber, weil ich im Augenblick absolut null Zeit habe, irgendwas zu tun. Jetzt ist relativ viel von der Wochenliste auf die Monatsliste zurückgewandert. Aber das Wichtige ist einfach, dass es immer einen Platz gibt, wo es mich nicht jetzt belastet, ja, weil wenn ich die Sachen jetzt alle auf der Monatsliste immer wieder weitergetragen hätte, obwohl ich es definitiv nicht schaffen kann, dann belastet mich das ja. Ja, ha, schon wieder so viel nicht geschafft. Und dann ist es aber wichtig, dass es eine Liste gibt, wo ich das hinschreiben kann, wo ich es mir jederzeit wiederholen kann oder wo ich sagen kann, okay, na, habe ich keine Zeit dafür. Ja? Und ihr seht, ich habe im Augenblick wirklich kaum Zeit, weil ich zwei Kurse nebeneinander habe und natürlich auch noch arbeiten muss. Ja. Gut, das ist das, was da vorne ist. Das ist das Heftel, das ich auch tatsächlich brav verwende. Dann haben wir natürlich meine Wochenlisten und meine Tageslisten. Die schauen wir uns jetzt nicht mehr extra an, weil Halleluja, das ist fast logisch. Und dann habe ich da hinten dieses Heftel mir ja aufgesetzt, um ja, also für so Listen, die ich immer wieder mal vielleicht brauche. Das ist meine Menüplanung gewesen, mit auch Info noch einmal, was sind Proteine, was ist Getreide, was kann man da also gesunde Sachen kaufen, wie sollte das Frühstück aussehen, Mittagessen und Abendessen. Das hat sich ganz aufgehört, weil wir so eine Menüplanung im Augenblick einfach nicht machen. Also es liegt uns nicht. Nicht, dass das jetzt gut wäre, weil wir wissen nie, was wir essen sollen, aber im Augenblick ist das einfach nichts für uns. Gut, dann die Waiting-for-Liste. Die werde ich in Zukunft in die Wochenliste einbauen, indem ich, ähnlich wie ich das im Alastair-Planer auch gemacht habe, ein Waiting-for-Sanduhr-Dingsi einbaue, damit ich dort dann reinschreiben kann, wenn ich was bestellt habe oder was auch immer und ist es gekommen oder nicht. Das ist die Wunschliste. Ja. Ja, gell? Also habe ich ein paar Sachen tatsächlich draufgeschrieben und auch ein paar Sachen dann davon auch gekauft. Aber das war am Anfang, weil ich ja haha No Spend Year gemacht habe. Das habe ich bis zum April geführt, bis zum Mai. Da war PlannerCon und dann habe ich es aufgegeben. Weil ich glaube, da habe ich dann den Erin Condren bestellt. Und dann haben wir gedacht, was jetzt ist, auch schon wurscht, jetzt lass es bleiben und habe fröhlich drauf losbestellt. Also, das hat natürlich dementsprechend auch nicht funktioniert. Und das war's dann, ja. Also, das Heftel verwende ich quasi überhaupt nicht mehr. Gut, also, das sind jetzt tatsächlich alle Listen, die ich habe. Also, welche, die ich habe, aber nicht verwende, sind definitiv dabei gewesen. Und die, die ich habe und verwende, die sind jetzt auch dabei gewesen. Und ja, also das heißt, im Prinzip ist nur der mehr oder minder irrelevant geworden, weil die meisten Sachen, die da drinnen waren und die ich tatsächlich für sinnvoll erachte noch, sind jetzt in diesen da drinnen. Und alles andere werde ich vermutlich ja, einfach ad acta legen und wegschmeißen. Aber diese vier hier sind tatsächlich mein derzeitiges Listensystem, nennen wir es einmal so. Ja? Die drei sind mein Planungssystem, die vier sind mein Listensystem. Gut, ich glaube, es wird wirklich bei den beinahe 50 Minuten bleiben, weil ich wüsste nicht, was sie ausschalten. Ja? Außer solche Versprecher, die kann man natürlich immer ausschneiden, aber die nehmen nicht wahnsinnig viel Zeit weg. Aber ihr habt ein Listenvideo von mir gewollt. Also, ich hoffe, das war das, was du dir vorgestellt hast, Helga. Wenn nicht, dann bitte einfach noch in die Kommentare schreiben, wenn du noch irgendwelche Fragen hast oder wenn irgendwer sonst noch Fragen hat zu meinen Listen und wie ich damit umgehe. Aber ja, das war's dann für heute und ich wünsche euch was und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüssi, Baba!